Ja, Brüssel wird vermutlich etwas besorgt sein über das, was da in Rom gerade geschieht. Schließlich strebt mit Salvini ein Politiker nach mehr Einfluss, der wiederholt die EU-Defizitregeln in Frage gestellt hat. Wie geht's also weiter in Italien? Dazu jetzt Einschätzungen von meiner Kollegin Ellen Trapp. Es ist nicht am Innenminister Matteo Salvini, Neuwahlen auszurufen, den Koalitionsbruch dazu zu erklären, dass alle Parlamentarier in Rom bleiben und die Kammern ganz schnell aufgelöst werden und es eben zu Neuwahlen komme. Es ist am Staatspräsidenten zu versuchen, diese Regierung noch zusammenzuhalten. Das heißt, Sergio Mattarella wird wahrscheinlich jetzt versuchen, andere Regierungsmehrheiten zu finden. Das ist wahrscheinlich nicht sehr wahrscheinlich. Dann wird er mit Giuseppe Conte darüber sprechen, ob er ihn noch mal ins Parlament schickt, damit der dann auch die Vertrauensfrage stellt. Dieses Vertrauen wird ihm wahrscheinlich nicht ausgesprochen werden, weil er dann eben keine Mehrheiten mehr hat. Und dann ist es daran zu überlegen, gibt es eine technische Regierung aus Experten, was Italien in den vergangenen Jahren ja schon häufiger erlebt hat, oder kommt es tatsächlich zu Neuwahlen? Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, war eine Abstimmung im Senat vor 2 Tagen. Da ging es um die Zugstrecke zwischen Lyon und Turin. Das war der Streitapfel zwischen diesen beiden Regierungsparteien. Die Lega stets dafür, diese Schnelltrasse zu bauen. Movimento Cinque Stelle schon immer dagegen gewesen, hielt es für Geldverschwendung. Und so haben beide Parteien dann auch abgestimmt. Und das war sozusagen am Ende dann der Tropfen, der für Salvini gereicht hat, zu sagen, jetzt haben wir keine Mehrheit mehr. Jetzt brauchen wir sofort Neuwahlen. Wir müssen die Italiener entscheiden lassen, was sie in Zukunft haben wollen, wer, von wem sie regiert werden wollen. Hintergrund dieser Geschichte ist natürlich, wir dürfen nie vergessen, Salvini war eigentlich vor gut einem Jahr der kleine Koalitionspartner. Und mittlerweile in den Umfragen liegen sie bei ungefähr 36, 37%. Das heißt, Matteo Salvini ist siegessicher. Er fühlt sozusagen den Posten des Ministerpräsidenten zum Greifen nah und nutzt jetzt diese Gelegenheit, nach Neuwahlen zu rufen.